Hallo, heute stelle ich euch den Mikrobe-Lift Coralscaper Korallenfixierer ganz kurz vor. Dauert echt nicht lang, weil es gibt nicht viel zu erzählen darüber. Es ist ein sehr, sehr, sehr guter Korallenkleber. Ich habe schon mit vielen verschiedenen gearbeitet. Firma D&D, Giesemann, Aquamedic, Ecotech Marine und ja. Mir fallen die anderen jetzt schon gar nicht mehr ein, weil das alles eigentlich Müll war. Die Auflistung gerade war von der Leistung her und von der Verarbeitung. Und dieser Kleber hier, der ist einfach nur perfekt. Ja, es ist auf einer Art Silikonbasis und hat hier zwei Komponenten, Farbkomponente A. Farbkomponente B, okay. Schadstofffrei, schnell, härtend. Violett, einfache Handhabung. Stimmt auch eins zu eins so. Ich mache den jetzt mal eben auf. Dann könnt ihr da sofort sehen, von was ich spreche. Ich habe hier auf der einen Seite diese weiße, naja, gelartige Masse. Ich nehme da jetzt auch ein bisschen was raus, verarbeite das eben. Er ist von der Anschaffung her leider nicht der günstigste. Aber der Riesenvorteil ist der, ich kriege keine schmutzigen Finger davon. Das ist für mich persönlich schon mal so ein Riesenwert, weil ich hasse das mit den ganzen Zwei-Komponenten-Kleber. Du arbeitest ein bisschen damit, du hast die ganzen Finger voll und mit dem kann ich jetzt hier, das mal nur der weiße Teil eben, den ich mit dem anderen vermengen muss. Ist der rosa Teil, beziehungsweise violett. Okay, ich habe jetzt zwei annähernd gleiche Stücke. Okay, ich brauche noch ein bisschen was von violett. Ich lege mir das immer gerne hier in die Schale hinein, dann kann man das ganz gut abschätzen. Ungefähr zwei gleich große Stücke. Ich kann es auch bei dem jetzt hier nochmal vorzeigen, wenn ich den knete. Ich habe nichts auf den Fingern, da bleibt nichts zurück. Da kaum was und diese kleinen Stücke, die nehme ich halt wieder auf mit dem Kleber. Okay, dann vermenge ich das jetzt mal. Das nächste ist halt, der wird extrem schnell hart. Also, ich habe den jetzt im Prinzip hier vermengt. Ich habe jetzt diese schöne violette Farbe. Habe an und für sich nichts von dem Kleber auf den Fingern und ich müsste jetzt eigentlich schon meinen Frag oder Korallenbruch, was auch immer, in den Ablegerstein hineinstecken. Was nehme ich denn? Hier habe ich so einen Schaumstoff. Den Schaumstoff drauf, okay, das ist der Ablegerstein und dann kommt hier, jo, leider gar kein Zahnstocher hier. Nehmen wir als Alternative hier so eine alte Zahnbürste. Zahnbürste kommt hinein. Ich meine, würde jetzt der Fragstein richtig gut halten, würde sogar die Zahnbürste da drin halten. Wenn ich das jetzt mal hier so halte für, naja, wahrscheinlich nicht mal 5 Minuten, könnte die Zahnbürste sogar wirklich halten an dem Schaumstoffteil hier. Hatte ich letztens einen Kunden hier, der eben einen Ableger haben wollte von einer meiner Akkuporen. Dem habe ich diesen Kleber auch vorgeführt. Er hat gesagt, guck, ich klebe dir das Ding jetzt gleich auf einen Stein drauf. Er hat gesagt, das hält niemals. Habe ich gesagt, sag niemals nie. Die Wette hat er auch verloren. Also ja, auf dem Schaumstoff hält er natürlich nicht. Das wundert mich jetzt nicht. Ist einfach nicht dafür gemacht, aber ja, er wird schon schön langsam hart. Also so wie der jetzt schon ist, brauche ich nicht mehr versuchen, eine Koralle einen Ableger hier reinzukleben. Das würde nicht mehr funktionieren. Ja, natürlich auf dem Schaumstoff hier, das kann auch nicht funktionieren. Also, wie gesagt, auf den Fingern habe ich jetzt gar nichts. Das ist dann auch, man hat auch keinen Geruch an den Fingern. Das ist einfach
Für mich persönlich ist das der perfekte Kleber. Es mag den einen oder anderen Hersteller sogar auch geben, der das auch anbietet, vielleicht sogar günstiger, ich bin mir nicht ganz sicher. Der hier ist auf jeden Fall von der Firma Arca. Und ja, bei mir lagernd, super Sache. Okay, dann danke ich euch fürs Zugucken. War ja wirklich nicht lange und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Haut rein.